Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 13. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen. Die berücksichtigen auch die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, im Tageshoroskopen, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Aber ihr könnt auch vergleichen, wie die Astronomen das vermitteln. Jeder kann das selbst überprüfen. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, bewegt sich im Tierkreiszeichen wieder und das ist die Monatsthema. Und das bedeutet Neuanfang, Begeisterung, Mut zum Zeigen, etwas verändern im Leben. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat einen großen Einfluss auf unseren Alltag. Bei Mondenergie kann auch Veränderungen da sein und Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe, ist ganz erdnah, also das heißt, was wir wünschen, was unserem Gefühl sagt, was für uns richtig ist, das kann sich jetzt manifestieren. Mond hat einen Einfluss von Regulus. Heute bestrahlt Regulus diese Mondbewegung. Regulus ist einer von den vier königlichen Sternen und der Stern der Könige und Herrscher. Dieser Stern befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist das Herz der Löwen. Und es ist wichtig, heute zu beherzigen unserem Herz oder unserem Herzensangelegenheiten bewusst wahrnehmen. Ich vergleiche unserem Herz mit einer Schatztruhe und wir sollen immer wieder diese Schatztruhe öffnen und schauen, was alles drin ist. Und das sind das in unserem Leben, was wir lieben. Ob das die Natur ist oder die Berufung oder ein Hobby oder Freundschaften oder Familie oder Kunst oder Sport, Bewegung oder Liebe, Partnerschaft. Jeder Mensch findet etwas in diesem Schatztruhe und das stärkt uns. Das hat auch eine heilende Wirkung, weil es schenkt uns Lebensfreude. Und dafür sind wir da, das zum Lernen, unserem Leben schöpferisch gestalten. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, steht in einem sehr beweglichen Zeichen in Zwillingen und das bedeutet wirklich Kontakte, Gespräche, Neuigkeiten. Mars ist eine männliche Energie und steht auch für Männer und diese männliche Kraft bewegt sich in den Zwillingen und die Tierkreiszeichen Zwillinge belehren uns an etwas und das ist unserem höheren Bewusstsein. Dazu ist eine Geschichte von der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin Leda und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und Leda wurde von ihm auch schwanger und gebar den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König und das heißt menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge waren immer miteinander verbunden. Und dann kam die Zeit, dass Castor sterben müsste, war menschlich und sterblich. Und Pollux ging zu seinem Vater, zum Himmelsgott Zeus
und sagte zu ihm, ja, ich will auch sterben, ich kann doch nicht zuschauen, dass mein Halbbruder stirbt. Bis jetzt waren wir auch immer zusammen und ich will auch nicht alleine bleiben. Ich bitte dich um das Sterblichkeit. Zeus antwortete aber, nein, ihr braucht nicht sterben. Ich mache euch beiden unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt, hat beide unsterblich gemacht und sie leuchten in diesem Zeichen als Hauptsternen in Zeichen Zwillingen. Und das erzählt uns Folgendes. Wir Menschen haben eine Seele und das ist unsterblich und steht in Verbindung mit dem Göttlichen, weil das ist ein Teil von göttlichen Schöpfung. Und so wie oben, so ist unten. Das ist auch einer von den wichtigsten hermetischen Gesetzen. Also wir leben auch dieser unsterbliche Teil in unserem Inneren. Das ist das Seelische. Und wenn wir sterben, dann bleibt die Seele unsterblich, aber verlässt die Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde. Und was passiert? Kehrt zum Gott zurück. Und wenn die Seele angekommen ist im Himmel, dann kann ich sinngemäß nur so vorstellen, dass Gott fragt danach, erzähl, wie war der auf die Erde? Bin ich neugierig. Und die Seele erzählt und erzählt und erzählt und das ganze Leben von Geburt bis zum Lebensende spielt sich nochmal ab. Wie ein Film, wie im Kino. Und die Seele schaut es nochmal an. Und geht dieser Film zum Ende und ich kann nur sinngemäß so vorstellen, dass Gott fragt dann, ja, wie fühlst du dich? Bist du Frieden? Fühlst du dich frei oder bedrückt dich etwas? Und dann antwortet die Seele. Wenn die Seele sagt, ich habe noch gar nicht gelebt, oder wenn die Seele sagt, mein Gott, ich habe alles falsch gemacht, das ist natürlich heftig, ganz schön heftig. Aber wir haben die Möglichkeit, das zu verbessern. Und die Seele darf zurück auf die Erde und macht diese Seelenreise und befindet sich in ein Rad. Wir sind in diesem Rad drin, das ist die Schicksalsrad. Und wir kommen immer wieder, immer wieder, immer wieder, solange bis wir hier karmisch behaftet sind. Natürlich kommt dazu die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, weil das ist ein kosmisches Gesetz. Die Seele muss das ausgleichen. Mit anderen Worten, alles, was wir auslösen, das kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Und so lange machen wir diese Reise, diese Seelenreise, bis wir von Karma gelöst sind. Und das können wir nur dann, wenn wir zu uns selbst stehen, mit diesem Bewusstsein, mit diesem Selbstbewusstsein. Und wenn wir verabschieden von Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl, von diesen negativen Gefühlen, was uns auch haftet, und fühlen wir uns dann befreit und übergehen wir auf den positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe, weil das ist göttlich. Das ist diese schöpferische, göttliche Energie. Und mit dieser Energie können wir unserem Leben schöpferisch auch gestalten. Und das ist das Ziel, frei zu sein, glücklich zu sein, angstfrei leben. Und das ist ein Prozess und das beginnt in unserem Gedanken. Also wir sollen verabschieden vom Gedankenmuster, was uns bedrückt oder von Problemen und übergehen auf anderen Gedanken, was uns begeistert, was wir schön finden. Und da findet jeder Mensch für sich etwas anderes, aber das ist diese schöpferische Kraft und da sollen wir die Aufmerksamkeit lenken, weil wir gehen immer in diese Richtung, wo wir hinschauen. Und das, was die Zwillinge auch erzählt und zurück zu dieser Geschichte, Castor und Pollux. Castor ist dieser Teil in uns, was ich als Schicksal bezeichne und das hat einen Anfang,
Das ist unserem Geburt und hat ein Ende. Das ist unserem Tod. Und das geht zu Ende. Das ist dieser sterbliche Teil in uns, was uns zur Materie haftet. Das bedeutet nicht, dass wir das nicht lieben sollen. Wir leben hier und das sollen wir auch genießen. Auch unseren Körper, auch die Finanzen, auch das Geld. Weil das ermöglicht uns eine Lebensqualität, eine andere Lebensqualität zum Leben. Und dafür brauchen wir nicht schämen. Das gehört nun mal zu unserem Leben. Und dieser göttliche Teil, das ist Pollux und das symbolisiert unsere Seele. Und das ist auch wichtig, um unsere Seele kümmern. Und das können wir nur, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir nach innen schauen, wenn wir das gestalten, diese Räumlichkeiten in unserem Inneren. Und das nenne ich als inneren Tempel. Und immer wieder unsere Seele besuchen in eine meditative Haltung. Und dann haben wir auch den Bezug zu unserem Quelle, zu unserem Intuition und unserem Träumen, unseren Visionen. Und lassen wir uns mal inspirieren. Wir brauchen diese inspirierende Kraft, weil das führt uns zu neuen Ideen, zu neuen Gedanken. Und gleichzeitig, und das ist das Wundervolle daran, verspüren wir Gott. Und wenn Gott da ist, wenn wir diese Nähe spüren in unserem inneren Tempel, dann haben wir auch weniger Angst, weil wir spüren diese göttliche Schutz, diesen inneren Kraft. Merkur befindet sich im Widder. Natürlich kann das bedeuten, dass es neue Kontakte gibt oder Termine oder die Gespräche nehmen zu. Aber wir neigen dazu in diesem Widder Merkur, dass wir etwas sagen, was wir später bereuen oder zu schnell handeln. Das ist die Impuls, die Widder-Energie. Jupiter befindet sich in Skorpion. Jupiter vergrößert etwas, vermehrt etwas und hier handelt es sich um Tiefe, um unsere tiefen Gefühle. Wir tauchen da ein und da begegnen wir uns mit dem Gefühl Angst. Und das haben wir alle. Jeder Mensch kennt die Angst. Aber wenn wir verstehen, das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Und wie wichtig das ist, angstfrei leben. Was machen wir mit dieser Angst? Entweder begrüßen wir das mit Humor, dass wir das anschauen und nicht davonlaufen und sagen, wenn eine Angstsituation da ist oder konkret, dass wir von etwas Angst haben, dann einfach Auge zu Auge dahinschauen und sagen, oh liebe Angst, wie schön, dass du da bist, oh ich freue mich, dass du mich wieder besucht hast, aber weißt du was, ich brauche dich nicht. Und tschüss, ich kann angstfrei leben und dann lachen darüber. Das befreit. Oder die andere Möglichkeit, angstfrei leben, wenn wir umdenken an etwas, was schön ist, was uns in dem Moment begeistert. Da haben wir gar keine Zeit, über Ängste nachzudenken, sondern das wird immer weniger und wir befreien uns von diesem schrecklichen Gefühl Angst. Venus bewegt sich auch im Widder. Und das gibt uns Frauen jetzt die Kraft, auch die Begeisterung. Natürlich hat Venus einen Einfluss auf die Liebesleben und hier bei Widderenergie kann das zu Bewegung kommen oder zu neuen Begegnungen kommen und zeigt auch sehr viel Begeisterung und Leidenschaft. Mars und Venus haben eine tolle Verbindung heute und das ist eine starke Liebesenergie. Und es ist gut, diese Liebe Leben lebendig zu machen, zum Versöhnung oder zum neuen Begegnungen sind auf jeden Fall die Chancen, Möglichkeiten da. Saturn ist der Planet der Schicksal und bei Saturn Einfluss haben wir schicksalhafte Begegnungen.
schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Veränderungen im Leben, und Saturn behütet den Karma, ist gerade rückläufig, hat mit Vergangenheit auch was zu tun. Das heißt, entweder kommen Erinnerungen von früheren Leben und das aktiviert Saturn, oder es ist wichtig, mit der Vergangenheit abschließen, aufräumen. Wir müssen nicht immer von allem verabschieden. Das, was schön ist, das sollen wir bewahren und behüten. Saturn bewegt sich im Schütze, und die Schütze zeigt die Richtung unserer Galaxie, die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und in diesem Bereich ist in spiritueller Hinsicht unsere Wünsche. Und das ist die Orientierung. Saturn belehrt uns gerade, geh in diese Richtung, was du wünschst, lebe deine Träume, lebe deine Wünsche, manifestiert es. Das ist so wichtig. Das ist die Lernaufgabe. Pluto bewegt sich auch hier im Schütze, und Pluto ist auch rückläufig und nähert sich zu diesem Mondknoten, was auch die alten karmischen Erinnerungen aktiviert. Ketu, dieser Drachenkörper, hat mit Vergangenheit was zu tun, und Pluto zeigt auch, bewahre das, was für dich wichtig ist. Konzentriere auf dem Wesentlichen. Das gibt inneren Kraft, und alles andere ist uninteressant. Weg damit. Räum auf, räum auf. Das ist Pluto-Energie, und Pluto sagt noch dazu, alles oder nichts. Das ist so Pluto-Motto. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Bei Wiedereinfluss ist oft ein Neuanfang. Und Neptun dürfen wir auch nicht vergessen. Neptun lässt unsere Träume leben, das lebendig machen, bewegt sich in Wassermann. Unser Planet Erde ist im Waage, und hier manifestiert sich etwas. Das sind Waage-Themen, was wir gerade manifestieren können. Das ist die Gerechtigkeit oder das innere Gleichgewicht, dann die Harmonie, dann Frieden und Kunst und Kreativität und auch Liebe. Also in die Liebe, gerade wenn Mars und Venus jetzt gerade so eine ganz schöne Verbindung ist, dann können wir die Liebe, Partnerschaft manifestieren. Aber auch darauf achten, was fehlt, welches Element fehlt, immer noch die Erde-Element. Und wenn die Erde-Element nicht da ist, dann ist alles im wackeligen Füßen. Also wir müssen die Erde-Element betonen, alles was zur Erde gehört, entweder die Natur oder unseren Planet Erde oder Gartenarbeit oder raus in Natur, Spaziergang im Wald oder die Finanzen, die Sicherheit, Stabilität, die Materie, die Besitz, um Besitz kümmern. In tibetischen Astrologie kommen noch Symbole dazu, vieles wurde dann von chinesischen Astrologie übernommen. Die tibetischen Astrologen sagen, die heutige Tagesenergie ist die richtige Geisteshaltung. Wir brauchen ein Glauben oder Glaubenssätze, woran glauben wir, was wollen wir erreichen, das definieren ist sehr, sehr wichtig. Die heutige Tagesenergie steht in Verbindung für die Menschen, die 1970 geboren sind, das ist die gleiche Energie, sie werden sich heute wiedererkennen. 2030, das kommt noch. Und auch wichtig, die Zahlen zu beobachten, und das heißt, diese Zahl 11 ist eine Meisterzahl. Wir können heute etwas meistern, was wir vorhaben, und wir sollen ein Meister sein über unserem Leben, dass wir alles im Griff bekommen. Dann kommt die Zahl 7 dazu, und das heißt, die Chancen, Möglichkeiten sind da, so wie wir das auch fühlen. Die Zahl 7 steht mit Mond, Kraft, auch in Verbindung. Und das hat mit unserer Intuition was zu tun oder mit unseren Vorstellungen, mit unseren Träumen auch was zu tun. Aber das Leben spiegelt das auch, und genau das Zahl 7 zeigt das auch. Da sind die Chancen, Möglichkeiten. Dann dieser Hund, ein Metallhund, hier ist die Energie, hat Themen wie Freundschaften und Vertrauen und Treue und Hilfsbereitschaft und Tapferkeit
und eine kämpferische Natur, dass wir heute um etwas kämpfen oder zeigen wir Mut und sind wir im vollen Vertrauen oder helfen für anderen und kümmern um Freundschaften. Die Elemente ist auch sichtbar hier, die Boden, die Fundament, wo er sitzt, das ist die Metallelement und das Kleid ist auch Metallelement und das bedeutet die volle Konzentration, die Klarheit, die inneren Stärke und Zielsetzung. Dann kommt ein bisschen Feuerelement dazu, das ist die Begeisterung und die Mut und Bewegung, das auch Ton und eine langsame Wachstum, das ist dann die Holzelement dazu. Die Glückszahl ist heute die Zahl 9 im Feuerelement und das bedeutet, wenn wir unseren eigenen Grenzen stoßen oder jemand versucht uns einschränken, Grenzen setzen, dann mutig zu sein, weitermachen und nicht davonlaufen, nicht aufgeben. Die Konzentration, das, worauf wir achten sollen, das ist hier in die Mitte, die Zahl 3 in Wasserelement und das heißt, auf in unserem Inneren hören und intuitiv handeln. Und von diesem inneren Denken und Fühlen entsteht etwas Neues, ein Neubeginn. Und die richtige Richtung ist, wenn wir das nach Gefühl machen, intuitiv die Entscheidungen treffen. Oder achten wir auf die Gefühle von anderen, dass wir anderen auch nicht verletzen sollen. Und die Schicksalszahl ist die Zahl 6 im Metallelement und das heißt in Vergangenheit aufräumen, bereinigen, da eine Klarheit zu schaffen. Und jetzt noch zurück zum Verbindungen Mars und Venus. Das habe ich erwähnt, wie schön diese Verbindung ist. Die beiden Liebesplaneten stehen in Harmonie und das ist eine starke Liebesenergie. Sonne steht auch eine sehr gute Verbindung zum Pluto. Pluto ist rückläufig, zeigt Vergangenheit und Themen, wovon wir verabschieden sollen. Und Sonne gibt die Energie dazu und öffnet den Augen. Also sollen wir genau hinschauen. Jupiter und Sonne steht eine Verbindung, was man als ein vielleicht Aspekt nennt, das ist die sogenannten Quinkungsaspekt. Man weiß nicht, was da kommt und das ist eine rechtliche Lage, weil Jupiter löst etwas aus, was mit Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu tun hat. Und Sonne möchte die Klarheit oder Sonne möchte das klären und das ist fast wie unmöglich, mindestens jetzt. Augenblick ist das sehr, sehr schwierig, weil wir können das nicht einschätzen oder fehlen die Beweise. Das mache ich immer ein Beispiel bei diesen Verbindungen mit einem Pendel. Stellt euch vor, es ist ein Pendel da und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt euch, ihr sollt jetzt sagen, in welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen. Die Antwort ist dann, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht so, vielleicht so, vielleicht bewegt sich gar nichts. Man kann das nicht wissen. Und genau das wirkt auf eine rechtliche Lage. Da ist auch die Antwort, ich weiß es nicht, wie das weitergeht. Keine Ahnung. Vielleicht gewinne ich, vielleicht verliere ich, vielleicht kommt gar nichts. Man kann das nicht einschätzen und das spiegelt sich auf einer rechtlichen Situation. Wobei Pluto hat dann doch einen guten Einfluss auf diese Lage. Pluto mischt sich auch ein, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Das Unterstützung wird dann doch kommen und geht auf die Richtung, was wirklich die Gerechtigkeit betrifft. Aber momentan ist es noch sichtbar, es ist noch alles unklar und das können wir im Augenblick noch nicht beeinflussen oder einschätzen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.
Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und diese Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.